Mit der Waffen SS hatte eine Truppe die Schlachtfelder des 20. Jahrhunderts betreten, wie sie die Kriegsgeschichte zuvor nicht gekannt hatte. Freund und Feind waren sich einig. Hier kämpfte ein Kriegertum, das von keiner anderen Truppe erreicht oder gar übertroffen wurde. Die Waffen SS war zu einem Inbegriff soldatischer Standhaftigkeit ohne Beispiel geworden. Die Geschichte der Waffen SS ist die Geschichte Adolf Hitlers. Mit ihm war am 30. Januar 1933 auch seine Leibwächter an die Macht gelangt. Die Männer der sogenannten Schutzstaffel, die Männer der SS. Verboten.